ミグリオ、ライガー、今、ミグリオかわし、我が高校たる盾に聖城を至る輝きの一族なら、汝承諾の意志あらば、その名を継げ。ルナは省略、省略、カムイ、いけます。ミグリオさん、スレイさんにまだを。そんなのとっくに知ってるって。うまっ、ヒクゾ、ミグリオ、さっさと終わらせよ。気合と度胸が必要そうだ。 Lass mich da erstmal raus, wa? Ich mag da jetzt nicht mit euch chillen. Geil! そういえば、なんか自然に。どうして急に？いいじゃないか、理由なんて。とにかくカムイを自由に操れるようになったってことだろ。ようやく一人前ってわけだね。うっせ。なるほど、解除できなかった理由はそういうことでしたのね。ミクリオ、ありが、礼なんかいらない。僕は僕の夢のためにやったんだ。分かってるって。 なんだか羨ましい。ですね。アリーシャさん、あなた。はい、お声だけでなく姿も見えるように。アリーシャ、天族が見えるようになったの？きっとスレイの力が強くなったからだな。少しは勝ち目が出てきたかな。 サイカの剣種ってやつに。ライダ様、ミクリオ様、助けていただいて感謝いたします。いや、なんでもないよ。この手がいらないんじゃなかったっけ。お礼。心配なさそうですね。さあ、滝はこの先です。 Gruppenaufstellung. Während hintern die Kampfkraft der Reinigung für den Kampf vorbereiten, können auch Seraphim auf diese Kraft zugreifen, wenn sie einen Menschen haben, der sie durchleiten kann. Wenn Seraph der einzige Mensch in der Gruppe ist, kann ihn nur ein Seraph in den Kampf begleiten. Steht ihm jedoch ein menschlicher Provisor zur Seite, kann sich ein weiterer Seraph anschließen. Drücke im amarisierten Zustand LP, um die Amarisierung aufzulösen. Warum kann ich nicht einfach wechseln, dass ich mit ihr rumlaufe? Ich könnte ja mit ihm kämpfen, mit ihr rumlaufen. Es tut mir voll mega leid, sorry Leute. In dem Kampf, gerade in dem Beginn, als unser guter alter Freund noch nicht dabei war, habe ich die ganze Zeit gelabert. Oh, wir werden sowas von sterben, wie sollen wir das überleben? Und mein Mikro war aus. Schon wieder mal. So kennt man mich. Okay, da ist falsch. Aber, Alter, mit dem Bogen ist echt mega nice. Also, das kann ich mir gegen Boss echt gut vorstellen. Da ist eine Kiste. Machen wir zuerst die Kiste und dann den Stein. Bernstein-Diadem. Alles klar.
Können wir eigentlich jetzt unseren Bro hier auch umziehen? Haben wir Sachen für den? Das heißt, wenn mich ein dritter Provisor begleitet, könnten wir sogar einen dritten Seraphim mitnehmen. Beute. Der erste Feind, den du im Kampf besiegst, wird mit doppelter Wahrscheinlichkeit Objekte fallen lassen. Wenn du bestimmte Ausrüstungsgegenstände brauchst, kannst du den Befehl Angriff bündeln einsetzen, um Feinde mit diesem Objekt anzugreifen. Alles klärchen. Na, ich wollte schon wieder fliegen, ich Idiot. Ich darf echt nicht Tales of Perseria spielen, wenn wir da am Zocken sind. Wenn ich da Tales of Cestiria zocke, weil es ist zwar vom Prinzip her das gleiche Spiel, aber Teufels. es ist vom Prinzip her zwar das gleiche Spiel, aber naja, Spielmechaniken funktionieren doch ein bisschen anders. Nicht viel, aber doch ein kleines bisschen anders. Und ich muss auch sagen, die Story hier in dem Spiel gefällt mir schon sehr. Aber die Story in Tales of Perseria war noch ein Tacken besser. Bisher zumindest, bisher. Ich habe das Spiel ja noch nicht lang gespielt. 3 Stunden. 4 Stunden jetzt. キュラカ様十分です。リクリオさん、この水を凍らせることはできますか？ああ、多分。では、凍らせて聖堂に持ち込みましょう。氷は汚れに染まりにくい性質があるんです。わかった。やってみる。 ありがとうございます。これくらいあれば、これが溶けてしまう前に。 記憶ですわ。やっと反応しましたね。つまり実際にあったこと、見たか、ミクリオ、転移見聞録を書いてた。ああ、さっきの人が作者なんだ。大地の記憶は他にもあります。手に入れれば過去に関する知識を得られるはずですわ。なんか興奮してきた。やっと一つ終わったんだ。そんなに気負うと体が持たないぞ。 Mir war das klar, er ist vorher schon eingeknickt. Ja. 熱下がったみたいです。たった1日で順応するなんて、私の時は3日もかかったのに。才能あるんだな、同志として。ミクリオさん。そうそう、手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの、お手紙書くのが。目が覚めたか、スレイ。そっか、また倒れちゃったんだ。 ミクリオが？おかげで腰が痛い。スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください。まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に地の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。 それをフォローするのが仕事だろ。主審と陪審と重視の
Okay, nochmal speichern. Sneimittel, Apfelgummi, schon wieder Apfelgummi. Schon wieder Apfelgummi. Alter. Oh, wir müssen woanders lang. Wo müssen wir denn hin? Da hinten rum. Unsere Hilfe mit den Teufelsflügeln und den Idol-Outfit und der Puppe am Arm. Jetzt fehlen nur noch Katzenohren. いつもありがとうございます。ブルーノ様、おかげで息子の足もだいぶ良くなりました。いえいえ、あなたが真摯に祈りを捧げ続けたからこそです。これからも純粋な気持ちを忘れずに祈りと息子さんの看護を。これは聖堂への奉納金でございます。そのようなものは不要と申し上げたはずですが。 どうか受け取ってください。私は気づいたのです。ただの祈祷は天族への比例だと、見返りだけを求める横島な祈りだと。誰かに言われたのですか？誰かというわけでは、息子さんの治療にはお金が必要でしょう。このお金は息子さんのために使って。息子も同じ気持ちです。誰も彼もが言うんです。息子の怪我はただで天族に祈った罰だと。 中には私とブルーノ様が、そのレンチな噂を立てる者まで、どうか私たちを助けると思ってお納めください。わかりました。あなたと息子さんのお気持ちとしてありがたく頂戴します。ありがとうございます。これで後ろ指を刺されずに済みます。 司祭様に天族のご加護があらんことを。天族の加護、酒でも買うか。姫様、お願いがあってまいりました。私などに？聖堂に新たな天族を祭り、そのお世話をお願いしたいと同志スレイからの依頼です。 同志、この方が噂の申し訳ありません。あなたを責めるつもりなど人の心がすさんだのは王家の責任です。すみません、はじめまして。俺スレイって言います。え、レディーレイクを守るためにあなたに聖堂を祀ってほしいんです。俺が勝手に聖剣を持ち出したせいで迷惑かけちゃってごめんなさい。まだ同志になったばかりの新米だけど 頑張りますから、よろしくお願いします。いや、はい、もちろんです。どうか顔をお上げください。ありがとうございます。ほう。<笑>私からも改めてお願いします。どうか力をお貸しください。まだ不慣れな、でもとても気さくな同志様を助けるために。ああ、お二人のご用命、 身に余る光栄でございます。微力なる身ではありますが、全身全霊をもって努めさせていただきます。よかった。足しびれちゃったけど。スレイ。<笑><笑>ではブルーの司祭、準備が整いましたらまたお尋ねいたします。はい、お気をつけて。 Oh, schade, dass wir das Gespräch nicht miterleben konnten. Wo müssen wir denn jetzt hin? Such einen Seraph, der Herrscher des Landes werden wird. Und wo soll ich suchen? Na, ah, das Schiffreisesystem. Alter, das Reisesystem war in einem anderen Spiel cooler. Schneller, besser. Ich bin
eindeutig zu verwöhnt mit dem ganzen Rumgefliege in Berseria und mit dem Schiff überall hinreisen ganz schnell. Gasthaus Haupt. Fragezeichen. Okay, da waren wir schon. Das ist ein Feld. Was ist denn ein Feld, Alter? Vielleicht bekommen wir ja hier auch noch eine bessere Reisemöglichkeit, weil anfangs konnten wir ja auch nicht mit dem Schiff fahren. Erst nachdem wir Eisen getroffen hatten. Im Prinzip sind wir eigentlich die ganze Zeit gereist. Aber in den Städten mussten wir halt auch hin und her laufen. Sollte man nicht so verwöhnt sein, ich denke. Wechsel des Steuerungsmodus. Wenn du den Steuerungsmodus auf manuell stellst, kannst du aus beliebiger Entfernung angreifen. So könntest beispielsweise Geschossartes einsetzen, um einen Feind aus größerer Entfernung niederzuschlagen. Natürlich erhältst du im Modus Semi-Auto einen ähnlichen Effekt, indem du einen schnellen Schritt direkt ein Arte folgen lässt. Wie bei allem kommt es auf den Nutzer an. Okay, und wo kann ich das einstellen? Kampfschwierigkeit, nee. Angriffseingabezeit, nee, Untertitel, ein, natürlich. Menükurzbefehl. Oh, Entschuldigung. Keine Ahnung, wie ich das umstelle. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Der Seraph ist sicher das Mädchen, das mit den blonden Haaren. Und die Rothaarige brauchen wir, damit wir die mit den blonden Haaren im Kampf dabei haben können. Da würde ich mich sogar fast wetten trauen. Hier bitte. Mango Saft habe ich jetzt gerade leider nicht lesen können. Schokoladengelato. Die reichhaltige Bitterschokolade sorgt dafür, dass es nicht allzu süß ist.調査であります。長雨による反乱が原因かと。原因は長雨じゃない。水位に比べて流れが異常だ。嫌な気配を感じます。避難した方がいい。うん、分かってる奴がおる。 誰だ貴様は。分かった。スレイの弦に従おう。スレイって噂の同士か。だったら反乱を鎮めてくれるかも。鎮められるものか。水神様のたたりを。水神？恐ろしい影さ。一瞬で橋を叩き壊すほどの。
何かだ。貴様、またそんな寝言を。 Halli, Hallöchen. Wie schaut's denn so aus? Widerstand gegen Feuer und Wasserschwäche, gar nichts. Aber ich kann ja mit ihr keine so eine. Mit ihr wäre so eine Transformation geil mit der Feuertiefe in der Mitte Wasser bieten. Kann ich hier das nicht ein bisschen umstellen? Boah, ich komme mir gerade richtig stark vor. その紙のように心の綺麗な人です。いえ、そんな。騙されやすい。騙されやすいぞ。
氷魔が天族になった。逆です。実体化するほどの氷魔が天族が氷魔化したものなのです。天族が氷魔になるだって。そして完全に氷魔化した天族はこう呼ばれます。ドラゴンと。ドラゴンが実在するってこと？ この橋を壊したというのか。私が恥ずかしい限りだ。君たちが浄化してくれなかったらどうなっていたか。感謝する。 俺たちもあなたを救えてよかったです。ウーノだよ、若き同志。スレイです。ウーノさん、助けた代わりって言うとあれだけど、お願いを聞いてくれませんか。お願い？レディーレイクの加護をお願いしたいんです。しかし、今のはあの町は。 アリーシャ様、桶川。大丈夫。竜巻も消えたよ。だから大丈夫だって言ったろ。姫様には同志様がついてんだから。貴様だってビビりまくってただろうが。しかし急に雨も止んだし、流れも落ち着いてきましたね。これって同志の力なのかな。同志なんておとぎ話だと思ってたけど、 なんか信じたくなっちまった。ほら、同志様と呼べ、同志様と。俺、同志様が竜巻を切ったように見えたよ。こんなこと信じてもらえないだろうけど。いいじゃねえか。信じるなら水神のたたりより同志の奇跡の方が夢がある。ほら、同志様と呼ばんか。 まだこんな人々がいるのか。いや、君が取り戻してくれたのだ。じゃあ加護ならせてもらうよ。レディーレイクの土地の神。ありがとう、ウーノさん。君が初心か。良い同志を選んだようだ。そう思います。 Was ist das für ein Typ? Aber muss echt sagen, der Kampf war gerade echt mega spannend. Mittlerweile kann ich schon ein bisschen besser mit ihr umgehen, mit Alicia. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ne? Also der Typ, der sieht so jung aus und hat eine viel zu tiefe Stimme für seinen Charakter aussehen. Kriegs Artus. Du kannst deine Stoßanzeige ein einziges Mal erhöhen, indem du einen betäubenden Feind mit deinem ersten Kriegsarte triffst. Anders gesagt, unterbreche deine Angriffe, wenn du einen Feind während des Angriffs betäubst, und beginne ihn nochmals mit einem Kriegsarte, damit seine Stoßanzeige steigt. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen, indem du stattdessen ziellos Angriffe aneinander reißt. Oh. Alter, ich dachte jetzt, ich hab echt nicht damit gerechnet, dass ich den Text noch fertig lesen kann. Wie mir...